Willkommen zurück bei Bone, das große Kuhrennen. Dieser komische Typ hier muss jetzt putzen, um seine Schulden abzuarbeiten, weil dieser komische Typ da, den er Goliath nennt, also ein großer Brocken, verlangt zwei Eier dafür, dass dieser Glatzkopf hier ein Bier getrunken hat. Ey! Hey! Ich versuche hier zu putzen! Also... Was ist das denn? Ist ja unverschämt. Jetzt kommen die Nächsten. Ist das jetzt der Running Gag oder was? Hey! Nehmt ihr denn kein bisschen Rücksicht? Oh. Ist nicht zu glauben. Das ist doch nicht zu fassen. Wischt ihr Pappnasen euch denn nie die Füße ab? Ey, was... was soll der Quatsch? Und jetzt geht der andere Arsch zurück, wa? Ich will gar nicht wissen, in was sie da reingetreten sind. Und jetzt gleich kommt wieder einer. Das heißt, man muss das wahrscheinlich in irgendeiner bestimmten Reihenfolge putzen, wetten? Tatsache! Könnt ihr Typen denn nicht mal für 5 Minuten sitzen bleiben? Okay, der geht hier hin, hier lang, hier rechts. Der andere geht außen rum. Das heißt, wenn ich das jetzt sauber mache, kommt sowieso der Typ. Das heißt, ich mache jetzt hier... Da. Und da. Jetzt kommt der andere. Hör auf damit! Du machst meinen schönen, sauberen Fußboden dreckig! Ich glaube es nicht, dass ich das gerade gesagt habe. 1, 2. Ah, Mist, das haut aber nicht hin. Egal. Ich verstehe schon. Jetzt macht der Arsch mir alles Hey, schmutzig. Ich versuche hier zu putzen. Das heißt, am besten diese Doppelspur lasse ich mal. Warum auch immer ich das jetzt lasse. Hey, nehmt ihr denn kein bisschen Rücksicht? So, wir machen jetzt das weg. Plus das. Plus das. Jetzt kommt der andere Arsch schon wieder. Wischt ihr Pappnasen euch denn nie die Füße ab? Ach, verflucht. 1, 2, 3. Nein, das haut doch nicht hin. Mano! Wie lange soll ich das denn jetzt hier machen, dieses Spielchen? Ist ja prickelnd, oder? Echt toll. Oh, ist das blöde. Ich will gar nicht wissen, in was sie da reingetreten sind. Vielleicht muss ich ja Fußspuren sammeln oder sowas. Ach, Manno. Könnt ihr Typen denn nicht mal für 5 Minuten sitzen bleiben? Nee, das hätte ich doch da lassen müssen, oder? Vielleicht muss ich wirklich erstmal Fußspuren sammeln. Ich weiß es nicht. Diese Pappnase da schon wieder weg. Hör auf damit! Du machst meine schönen, sauberen Fußboden. Jetzt habe ich es geschafft. Ich glaube es nicht, dass ich das gerade gesagt habe. So,
1. Ich hab's zufällig geschafft. Mann, ey, jetzt putze ich hier die ganze Zeit rum. Ah, geschafft! So sauber, dass man davon essen könnte. Ich bleibe doch bei Tellern, danke. Kann ich jetzt eine Pause machen, oder was? Sicher, aber mach dir nicht zu bequem. Ich werde gleich zurück sein und ich habe noch ein paar schöne Arbeiten für dich, die du erledigen kannst. Thunsible Peabone, endlich habe ich dich gefunden. Wen? Mich? Woher weißt du, wie ich heiße? Dein Vetter Thundone hat den großen roten Drachen erweckt. Dafür werde ich ihn töten. Oh, Moment mal, Freundchen. Du kommst Thundone kein Haar. Seit wann sorgst du dich um Freunde? Alles, was dir wichtig ist, ist dein persönlicher Vorteil. Ich warne dich! Komm nicht näher! Da ist noch ein unvollendetes Geschäft zwischen dir und mir. Ach ja, welches denn? Deine Seele. Hey, Phony! Eine Begegnung mit dem Tod. Was ist denn da los? Ich kann es nicht glauben. Sieh dir nur das Chaos an. Wenigstens sind wir noch in einem Stück. Ich begreife es nicht, Grandma. Warum sollten die Rattenmonster die Farm angreifen? Wir leben schon immer hier und sie haben bisher nie so etwas getan. Nicht jetzt, Liebes. Herr Bone aus Boneville und ich müssen noch etwas miteinander besprechen. Aber... Sei ein Schatz und lösche das Feuer auf dem Dach. Bone und ich werden den Karren beladen. Den Karren? Du willst noch auf das Fest fahren? Liebes, in der Stadt werden wir sicherer sein. Und mit etwas Glück finden wir auch seine Vettern. Bitte, Thorn. Wir wissen nicht, ob sie in Sicherheit sind. Okay, okay. Ich kümmere mich ums Dach. Komm, Bone. Grandma, wie sind Sie bloß mit all den Rattenmonstern fertig geworden, die die Farm angegriffen haben? Ich stelle die Fragen. Ich will wissen, warum diese Monster hinter dir her waren. Und ich will die Wahrheit hören. Mein hinreißendes jugendliches Aussehen? Das ist nicht lustig, Bone. Keine Ahnung, ehrlich. Ich habe ihnen nie was getan. Was ist mit deinem windigen Vetter? Denkst du, Phony Bone hatte mit denen Geschäfte am Laufen? Das kommt darauf an. Haben sie Geld? Normalerweise nicht. Dann bezweifle ich es. Gut, wir sollten hier nicht länger bleiben. Du lädst das Gepäck auf den Karren und ich kümmere mich um die Kuh. Jawohl. Das ist Shumis Oma. Die hat ja ein heftiges Kind, die Alte, oder? Wer ist denn das jetzt? Das ist jetzt der Vetter, oder wie? Nimm diesen kaputten Eimer mit. Das ist eine Zaunlatte. Wow. Geh schneller, Phony Bone. Ne, was für eine Verschwendung. Leute, ich speichere jetzt mal. Endlich speichern. Kann ich mit der Kuh sprechen? Hallo Kuh! Sie heißt Twinkle. Ich bin jetzt nicht hungrig. Ja, aber du kannst ja für später was mitnehmen, Kumpel. Wirklich. Was für eine Verschwendung. Hä? Was für ein Chaos. Ja, was ist denn da überhaupt passiert? Habe ich da jetzt eben irgendeine Zwischensequenz gar nicht mitbekommen? Ist die ausgefallen oder
Oder ist das mit Absicht so? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Komm, wir gucken erstmal hier, was sich hier noch befindet. Aha. Nix. Ich sollte dieses Ding jetzt besser beladen. Womit? Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Ein kleines Rätselspielchen, wie lustig. Ach, guck mal. Ein bisschen Tetris. Das ist jetzt nicht so schwer. Hä? Hä, warum geht das? Ach, da ist so ein Knick. Ich sehe es schon, alles klar. Das Gepäck ist jetzt auf dem Karren, Grandma Ben. Easy. Gut. Warum gehst du nicht und siehst nach, wo Thorn bleibt? Genau. Wir gucken mal nach Thorn. Wer auch immer Thorn ist. Thorn ist uns ein Dorn im Auge. Ist das die Ische da hinten? Ische. Es gibt Leute, die finden den Begriff Ische abwertend. Ich habe gelesen, Ische kommt aus dem Jiddischen und alles bedeutet in Ordnung, einfach Thorn? Nur junge Frau. Oh, hallo Thorn. Mir geht's gut. Wieder was gelernt. Du klingst gar nicht gut. Du klingst gar nicht gut? Warum sollten die Rattenmonster unsere Farm zerstören? So etwas haben sie noch nie getan. Ich mache mir Sorgen, Thornbone. Keine Angst, ich werde dich beschützen. Das ist lieb. Grandma benimmt sich ebenfalls komisch. Da ist irgendeine Sache zwischen ihr und diesem Drachen. Was für ein Drache? Was für eine Sache? Was das für ein Drache? Das weiß ich nicht. Aber hast du bemerkt, wie sie sich letzte Nacht gegenseitig angesehen haben? Sie verheimlichen uns etwas. Tatsächlich? Ich bin mir ganz sicher. Da ist noch etwas, oder? Nein. Gut. Ich hatte letzte Nacht einen Traum, den ich schon lange nicht mehr geträumt hatte. Aber das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Wenn du das sagst. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um dir zu helfen. Du hilfst mir doch schon, indem du einfach mein Freund bist. Oh, oh Mann. Danke, Thorn. Wie romantisch. Tut mir leid, was mit eurem Zuhause passiert ist. Das können wir reparieren. Ich mache mir nur Sorgen, dass es noch nicht vorbei ist. Hast du das Feuer auf dem Dach gelöscht? Ja, es war nicht besonders groß. Ob wir wohl in Barrel Haven Smileybone wiederfinden? Das hoffe ich. Vielleicht sollten wir jetzt in die Stadt aufbrechen. Dort sind wir sicherer. Du hast recht. Brechen wir auf. Okay, Grandma. Das Feuer auf dem Dach ist gelöscht. Danke, Liebes. Also gut, gehen wir. Hier ist etwas Heu für dich, Twinkle. Hoffentlich geht es Phony gut. Ich weiß nicht, wohin er letzte Nacht verschwunden ist. Vielleicht ist er schon ohne uns in die Stadt gegangen. Das würde mich nicht überraschen. Smileybone! Hurra! Mein kleiner Freund ist in Sicherheit! Lieber Himmel, ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Hey, Phony! Thornbone ist hier! Hoi! Hey, hey! Ist das nicht wunderbar? Endlich sind wir wieder zusammen! Hallo, Lucius. Wie geht es dir, Rosie? War die Straße sicher? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Oh, ich hab etwas für dich. Hier. Du meine Güte. Ich habe schon den ganzen Tag in meiner Tasche. Wie entzückend. Nun, ich hatte heute Morgen etwas Zeit übrig. Bist du bereit für das morgige Rennen? Ich kann es kaum erwarten. Obwohl ich etwas Ruhe nach der Fahrt gebrauchen könnte. Ich finde, wir sollten alle zu Bett gehen und morgen in aller Frühe aufstehen für das Fest. Gut, dass das untertitelt ist.
Ach, ich kann wieder was tun. Ich höre Geräusche im Pass hinter uns. Das war mein Wecker. Wir wurden verraten. Was ist das? Das kann nicht sein. Ihr müsst umkehren. Ich gehe mit den Mädchen weiter. Du musst nach deren Gart. Dort bist du sicher, bis ich zurückkommen kann. Folge mir nicht. Ist das eine Drache? Geh in die Höhle. Sofort. Wie ist das? Thornborn? Bist du wach? Thornborn, steh auf! Was ist los? Hattest du noch einen seltsamen Traum? Ja. Steh auf, aber wecke die anderen nicht. Okay. Früher als kleines Mädchen hatte ich ständig diesen einen Traum. Ich stand in einer riesigen Höhle, umringt von Drachen. Ich hatte diesen Traum seit Jahren nicht mehr, bis ich deine Karte sah. Hast du Grandma Ben von den Träumen erzählt? Als ich klein war schon. Sie hat immer gesagt, ich solle keine Angst haben, weil es gar keine Drachen gibt. Das ist seltsam. Grandma Ben weiß von den Drachen. Das weiß ich jetzt. Ich habe noch nicht verstanden, was das mit der Karte zu tun hat. Ich glaube, dass ich diese Karte gezeichnet habe. Du machst Witze. Nein. Ich glaube, dass ich die Karte gezeichnet habe, als ich bei den Drachen war. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist alles so lächerlich. Wenn die Karte nicht wäre, würde ich schwören, dass ich mein ganzes Leben bei Grandma Ben verbracht habe. Gut, hier ist die Karte. Ich schlage vor, wir wecken Grandma Ben und zeigen sie ihr. Nein, wir sollten bis nach dem Rennen warten. Sie hat im Moment genug um die Ohren. Das soll erst einmal unser beider Geheimnis bleiben, okay? Okay, Thorn, wenn du das willst. Gut, lass uns schlafen. Morgen fängt das Frühlingsfest an und wir müssen früh aufstehen. Gute Nacht, Thornborn. Gute Nacht. Wow, das ist jetzt viel Gerede wieder. Ich hätte gerne die nächste Folge starten, aber irgendwie müssen wir gerade noch ein bisschen die Zwischensequenzen abwarten. Gefällt es dir, Thornborn? Findest du das Frühlingsfest nicht auch einfach klasse? Ich muss zugeben, es ist sehr schön, unser Abenteuer auf diese Art zu beenden. Warum dann das lange Gesicht? Du hast deine Vettern gefunden und in ein paar Tagen reist du zurück nach Bonneville. Genau. Also komm, Kopf hoch. Wir haben nur noch ein paar Tage zusammen. Die sollten wir genießen. Du, ich habe eine Idee. Lass uns einen Honigstand suchen. Okay, Thorn. Man kann auf dem Fest herrlichen Honig bekommen. Sogar aus dem Süden des Tals. Der ist süßer. Und die Jungs, die ihn verkaufen, sind hübscher. Weißt du, ich glaube, der Wald ist voll von Honig. Komm, lass uns einen Bienenstock suchen. Die Bienen hier sind viel zu groß. Aber ich wette, ich könnte dir kostenlosen Honig besorgen. Sicher könntest du das. Oh, sieh mal, da ist ein Honigverkäufer. Hallo, wir möchten ein paar Waben kaufen. Komm hier rüber, junge Dame. Ich bin Tom. Wer bist du? Thorn, hast du auch was aus dem South Valley? Natürlich. Aber ein süßes kleines Ding wie du will doch bestimmt lieber Honig aus Ataya. Hier, riech mal. Im ganzen Tal gibt es nichts Vergleichbares. Außer dir vielleicht. Er riecht köstlich. Willst du auch eine Nase voll nehmen, Zwerg? Mit einer Nase wie deiner solltest du das besonders gut genießen können. Was für ein Arschloch. So, wir reden mit ihm in der nächsten Folge. Bis dann.